Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei Broken Age. Wir haben beim letzten Mal hier ein paar Dinge für unseren Piloten erledigt. Unter anderem hier diesen Pfirsich gesammelt und einen Anzug hergestellt. Aber soweit ich weiß, fehlt noch das ein oder andere. Zunächst möchte ich euch aber noch ein schönes neues Jahr wünschen. Es ist das erste Mal, dass ich jetzt 2017 aufnehme. Abgesehen von gestern Don't Starve Together mit der Ipanema. Und deshalb an dieser Stelle auch nochmal ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Man sagt ja immer reingerutscht, was ich irgendwie total albern Offenbar finde. ist gerade Brutsaison. Nein. Im ersten Jahr, im neuen Jahr fallen wir erstmal von den Wolken. Na toll. Ich glaube, wir haben auch Schuhe, kann das sein? Oh Mann, selbst dieser Ort ist voller Sicherheitsvorrichtungen. Meiner Mama würde es hier gefallen. Da hat er wohl recht. Nee, wir haben keine Schuhe. Ich dachte irgendwie, wir hätten da was, aber gut, vielleicht war das nur. Die bewege ich lieber nicht. Ich will Gas schließlich nicht auf den Keks gehen. Ach, das war da, stand ja dran, dass ja irgendwie, dass man die Leiter nicht die ganze Zeit wegnehmen soll, ne? Ich will nur den kleinen Kük. Oh oh. Na, das ist keine so gute Idee bei diesem Vogel. Der hat da schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Wir lassen das mal und gehen mal nochmal zurück. Nein. Hier. Oh, der Arme. Ach, Mann. Das ist wieder Tag der Räusperung. So, zurück ins Haus. Ich glaube nicht, dass das dem Das kleinen habe ich Kerl schon mal versucht, glaube ich. Ich frage mich, was wir mit der Fernbedienung noch anfangen können. Wir haben jetzt den Roboter schon. Sind den ja schon losgeworden, quasi. Na, Curtis, altes Haus, wie geht's dir denn Gut, so? viel Spaß noch mit dem Metallarbeiten, dann, Shay. Okay, gut. Eigentlich müsste er jetzt hier ein anderes Ding aufhängen, ne? Holz der Teufel passt jetzt nicht mehr ganz. Offenbar fehlt hier deine Axt. Ich verwende keine Äxte mehr. Jetzt stelle ich Äxte her. Oh, ich ich verstehe. wollte sagen, sobald ich mal eine Form dafür habe. Eine Form dafür. Reicht es vielleicht, wenn wir ihm eine Form geben für das, was wir brauchen und der macht das dann? Ich weiß es nicht. Ah, hier ist doch der Briefkasten. Hier drin muss es eine Art Steckbrief geben. Hey, das ist ja das Mädchen, das mich schlagen wollte. Ja. Nehmen Sie bitte Kontakt zur Familie Tartin in Zuckerdosendorf auf, falls Sie etwas über unsere geliebte Tochter wissen. Wie soll ich es Ihnen bloß beibringen, dass Ihre Tochter von meinem Raumschiff verschlungen wurde? Ich sollte erst einmal unbedingt verschweigen, dass es mein Raumschiff war. Ja, das wäre gut. Aber dass er diesen Zusammenhang erst jetzt herstellt, ist ja eigentlich auch ein bisschen merkwürdig, denn er hat ja die Eltern jetzt beide schon getroffen. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier zur Schlange gehe? Das Was für würde ein mich doch mal interessanter Geruch. Er ist so ungewohnt. interessieren. Hello. Was zum... Oh Mann, das ist ja unglaublich. Eine echte, riesige Riesenschlange. Er freut sich total. Meine Mutter hätte mir das nie erlaubt. Es muss die Gefahr gewesen sein, die ich gerochen habe. Im Falle eines Schlangenangriffs bitte in das Horn blasen. Gern geschehen, Curtis. Offenbar hat hier jemand wirklich große Angst vor Umarmungen. Schön, dass es für ihn noch eine Keine Umarmung Lust, ist. mich gehen zu lassen, Mr. Knuddel. Mann, du machst wirklich keine Scherze, oder? Ja, guck Du mal, die schläft versuchst schon gerade, ein. das Leben aus mir rauszupressen, nicht wahr? Du willst mich also umbringen und dann fressen. Faszinierend. Das war gar nicht übel. Schön, es hat ja Spaß gemacht, aber ich muss jetzt langsam wieder weg. Komm, schlaf ein. Na schön, jetzt ist Schluss mit lustig, mein schuppiger Freund. Hoffentlich hast du meinen Freund Löffel nicht verbogen. Dem Löffel geht's auch schon nicht mehr gut. In der Kosmomnipedia vom Schiff habe ich mal gelesen, dass Schlangen laute Geräusche hassen. Oh. Ich greife nur ungern auf akustische Gewalt zurück, Mr. Knuddel, aber es ist Zeit, mich gehen zu lassen. Und jetzt? Du solltest jetzt wirklich loslassen.
Ich mache keinen Spaß. Ich kann meine Hände nicht benutzen. Ich glaube, jetzt bleibt mir wirklich nichts anderes mehr übrig. Als was zu tun? Der arme Schlange war wirklich klar, bei wie vielen Angriffen ich schon geknuddelt wurde. Stimmt, da hat er ja schon einige Erfahrungen. Mr. Knuddel ist total fertig. So. Ich will ihn nicht hier lassen, es könnte jemand auf ihn treten. Jetzt gehen wir noch mal gucken, was hier in dem Weg ist. Vielleicht ist das jetzt der geheime Geheimraum. Okay. Hätte ja sein können. Ganz toll. Oh, das Schild habt ihr ja toll platziert. Und wo ist das Warnschild für die Klippe? Ganz unten? So, wir gehen wieder zurück. Husti-Hust, beziehungsweise Räusperi-Räusperi. Immerhin habe ich ja jetzt keinen Husten mehr. Ist schon mal ein Fortschritt. Was willst du denn eigentlich immer noch? Sollen wir dir mal eine Schlange geben? Brauchst du eine Schlange als Schmuck für deine Zweige? Nein, danke. Meinen letzten Untermieter bin ich erst vor einem Monat losgeworden. Uns ist es lieber, wenn die Schlangen rumkriechen. Das macht den Holzfällern Angst. Ich verstehe. Okay, dann nehmen wir die mal hierher mit. Vielleicht kann die uns ja... Oh, behilflich sein. Ich glaube auch, ich weiß schon wo. Seid gegrüßt, Eure Majestät oder Clown. Was? Ich bin kein Clown. So, komm, jetzt volles Rohr. Hallo. Sollte vielleicht weiter unten drücken. Hey, da war tatsächlich etwas in deiner Kehle. Hey, hör auf damit, Mr. Knuddel. Zurück auf deinen Baum. Na gut. Mark Chotra. Niedergeschlagen vom blinden Gott, nur um wieder aufzuerstehen. Dieses Maidenmal war ein Desaster, jetzt werde ich niemals Bürgermeister. Wenn das deine einzige Sorge ist... Ich dachte eigentlich echt, da wäre so ein Knuddelfiech drin. Was ist das denn jetzt? Ich muss das mal mir angucken. Huch. Keine Ahnung, wie man sowas stimmen soll. Was ist es denn überhaupt? Sieht aus wie eine Stimmpfeife. Ach so. Ja, und was soll ich jetzt damit? So, ich gehe nochmal hier oben hin und frage ihn nochmal, was wir noch alles brauchen. Dass wir einen Überblick haben. Ist doch schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Hier ist auf jeden Fall alles kaputt. Hey, du hast diese altertümliche Laserspule und den Verstärkerkristall völlig falsch verbunden. Soll ich... Nein, fass bloß nichts an. Das Zeug ist mir ein paar Mal schon fast durchgebrannt und äußerst instabil. Ich kümmere mich bald um die Reparatur davon. Überlass das mir. Schon gut, schon gut. Okay, okay. Hier, bitteschön. Ich meine das Lied, das dein Navigationsspieler zu seinem letzten Ziel zurückkehren lässt. Magst du es für mich spielen? Auf diesem Ding da? Na schön, ich kann's versuchen. Nun ja, das ist einprägsam. Für einen Navigationscomputer dürfte es eine ziemlich heiße Melodie sein. Ja, das war jetzt sehr... Ich gebe dir schon mal das hier. Hey, ich habe einen Strahlenschutzanzug. Großartig. Sag mal, warum sind da die ganzen Federn? Das wird zusätzlicher Schutz. Neueste technische Errungenschaften. Was du nicht sagst. Na gut, ich habe ja auch lange geschlafen. Pfirsich? Gefährlich? Ich sollte mir den Saft für einen wichtigeren Zweck aufheben. Okay. Das hier müssen wir noch irgendwie bauen, ne? Was ist das? Ist auf jeden Fall irgendwie falsch rum, ne? Die Schrift geht ja von links nach rechts, von rechts nach links hier. Das ist die Melodie.
Geht auf jeden Fall anders als die, die er gespielt hat. Aber ich kann es darauf nicht anwenden, okay. Vielleicht ist das jetzt auch noch nicht von Belang. Und Shay kann, glaube ich, kein Instrument spielen. Sag mal, wofür ist eigentlich dieser diamantförmige Sockel gut? Überlegt er noch, oder? Oh je. Ein hoffnungsloser Fall. Gut, wir vermachen uns wieder nach unten. Und schauen uns hier nochmal aufmerksam um. Fadi ist nicht ganz zufrieden. Papa, mein Sohn. Wie läuft es mit der Rumpfpaste? Sehr gut. Außer, dass ich die letzte Ingredienz erst dazu geben kann, wenn ich weiß, dass der pH-Wert korrekt ist. Wie könntest du den pH-Wert denn überhaupt ändern? Ich habe alles Calciumcarbonat, das ich finden konnte, hinzugefügt, um den Säuregrad zu senken und den pH-Wert zu erhöhen, der jetzt so in etwa hinkommt. Aber ich muss sicher gehen, dass der Wert genau bei 7 liegt, bevor ich die letzte Ingredienz hinzufüge. Woher hast du das Calciumcarbonat? Ich habe jede einzelne Muschel am Strand zermalt. Das hatten wir auch schon, ne? Aber ich fürchte, es ist noch immer nicht genug. Woher bekomme ich mehr Calciumcarbonat? Gute Frage. Wenn ich nur noch eine einzige Muschel finden könnte, würde mir das schon weiterhelfen. Viel Glück, Papa. Ja, wir haben ja jetzt eine Muschel, aber die ist eigentlich für was anderes gedacht. Und ich glaube auch nicht, dass die aus... Würde eine Pfeife beim Abstimmen helfen? Ich möchte den pH-Wert der Mixtur korrigieren, nicht ihre Frequenzcharakteristik. Aber danke für das Angebot. Nice try. Okay, wir gehen. Echte Möwen, nicht aus Garn. Ja, da ist er ganz erstaunt, ne? Das ist... Hier, stell das für uns her. Hast du eine Idee, wie man eine supraleitende Gyroskop-Hypercam herstellen könnte? Nein, aber ich bin beeindruckt, dass du zuerst diese Frage stellst und nicht gleich einen Baum fällen willst. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass mir dies bei der Herstellung der Hypercam weiterhilft. Hätte ja sein können. Hier vielleicht ein bisschen. Ich sollte mir den Saft für einen wichtigeren Zweck aufheben. Ich sehe da nichts, was ich gerne essen würde. Du vielleicht nicht, aber der Löffel. Der steht doch bestimmt auf so klebriges Zeug. Hem. Metallurgie für den Heimwerker. Verdienen Sie Geld, ohne das Haus zu verlassen. Das ist mein neuer Plan, Junge. Ich mach Kasse im Ausverkauf. Natürlich nur, bis ich etwas Geld gespart habe. Weißt du, dann werde ich mich auch gleich wieder um seriöses Zeug und so kümmern. Ja, ist klar. Hier. Kannst du mit deinen metallurgischen Fähigkeiten sowas wie das hier für mich herstellen? Mann, was für ein cool aussehender Kerzenhalter. Ja, genau. Ich würde gerne einen davon für dich herstellen, aber ich arbeite mit Formen und nicht mit Zeichnungen. Tut mir leid. Wie kann man denn jetzt noch eine Form herstellen? Musst du etwas stimmen? Nein, danke. Nachdem mein Metall bereits chemisch gereinigt ist, bin ich schon bester Stimmung. Schließlich arbeite ich hier in einem Kunsthandwerk, verstanden? Okay. Ist das hier aus Brandschutzgründen zugenagelt? Ja, aus Sicherheitsgründen. Man weiß ja nie, wann so ein Prüfer auftaucht. Gut. Beziehungsweise nicht gut, aber dann gehen wir eben noch mal hoch. Ich muss mir erstmal nochmal einen Überblick verschaffen, es ist doch schon eine Weile her. Und der hier heult immer noch. Na dann, bis später. Nicht aufgeben. Oh. Alter, der könnte sich doch einfach mal in das Nest reinstellen, aber das Brutsaison. Zu viel verlangt. Na gut. Mit den Vögeln macht er hier wohl nichts. Dann, ich gehe nochmal eben hier hoch. Hey, Husker. Walter. Shay. Shay.
Kennt ihr die Mädchen, die da drüben Cupcakes verkaufen? Ja, das sind unsere Töchter. Sie haben sich gerade erst kennengelernt, aber sieht so aus, als wären sie schon seit Jahren befreundet. Nehmt euch bloß vor ihren Cupcakes in Acht. Sie sind nicht das Geheimnis wahrer Leichtigkeit. Ich jedenfalls esse nur die Glasur. Dank des Zuckers bleibt mein Haar glänzend und glatt. Na gut, bis später. Ich glaub's auch noch gut. Danke für die süße Leckerei. Walt, wir müssen uns unterhalten. Du musst aufhören, so unheimlich zu klingen. Na gut, werden die zwei sich mal unterhalten, gehen wir andersrum weiter. Beziehungsweise, nein, hier will ich eigentlich hin. So, ja, schnell. Hey, hey, möchtest du einen Cupcake kaufen? Nicht schon wieder. Ich sammle damit Geld. Für einen guten Zweck, sag's ihm, Rocky. Ich glaube, wir haben hier eigentlich alles gemacht. Sag mal. Hä? Warum verprügelst du den Kleinen eigentlich? Das mache ich nicht. Ich bringe ihn bei, wie man kämpft. Ich bin schon bei Lektion 5. Er hat mich darum gebeten. Ja, das stimmt. Zurück zu deinem Unterricht. Aufgestanden, Soldat. Ich stehe doch schon. Oh. Okay. Gut, dann hätten wir das. Dann reden wir halt doch nochmal kurz mit den Cupcake-Monstern hier. Und wenn da aber dann auch nichts Neues ist, dann sind wir hier auf jeden Fall mal fertig, denke ich mal. Na, komm. Hey, hey, möchtest du einen Cupcake kaufen? Wie läuft eure Aktion? Nun, von Cupcake zu Cupcake besser. Okay, das war sehr aufschlussreich. Dann sind wir hier auf jeden Fall mal fertig, ne? Die Fauna auf diesem... Oh. Ich bin voll abgewürgt. Und unten bei den bei den anderen sind wir ja auch fertig. Warum sollten sie einen Brunnen für diesen Spinner bauen? Oder soll damit vor ihm gefahren werden? Das ist doch die Frage, nicht wahr? Da unten haben wir ja den Anzug bekommen. Hier steht ja immer noch was aus. Hier ist ja, hier haben wir ja die Leiter schon ein bisschen nach unten gezogen. Ich weiß aber nicht genau, was wir jetzt damit so machen können. Würde es helfen, wenn ich dir eine Häkelnadel zuwerfe? Bitte, ich versuche sinnlose Besitztümer zu vermeiden. Von hier aus kann ich das nicht machen. Was könnte der denn brauchen? Er sieht vielleicht aus wie ein Eisbecher, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Hey, ich bin immer noch hier oben. Willst du meine Stimmpfeife sehen? Ich muss gerettet werden, nicht gestimmt. Warum schwebt diese große Wolke eigentlich? Sie schwebt wie alle anderen Wolken auch. An meiner Wolke ist nichts Besonderes. Weißt du, wo ich einen hochleistungsfähigen Antischwerkraftschubantrieb herbekomme? Hey Mann, was willst du damit sagen? Ich bin überhaupt nicht schwer. Ich dachte nur, du scheinst dich ja mit Schwerkraft auszukennen. Bitte, meine Leichtigkeit kommt aus dem Inneren. Okay, bis später. Ja, ich kann, glaube ich, im Moment dem nicht helfen. Psst, Vathar. Hallo? Oder? Kannst du Harmony jetzt retten? Ich komme immer noch nicht an ihn ran. Und er ist zu erhaben, um zu springen. Hol Hilfe! Ich kann Bruder Lightbeard nicht alleine lassen. Oh Gott, der hat so Probleme. Unterseite oder wie auch immer. Kannst du die Schleife an Harmonies Wolke lösen? Warum sollte ich das tun? Es liegt an uns, ihn zu retten. Wir versuchen es mal. Oh mein Gott, wie bekomme ich die Schleife auf? Dran ziehen vielleicht? Kannst du mir sagen, was das für ein Knoten ist? Ja, ein ziemlich komplizierter. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich bin sicher, es ist einfacher, als es aussieht. Versuch es. Ich versuch's. Ich habe keine Ahnung, was hier das Richtige ist bei diesem Knoten. Trenne es mit deinen Fingern. Genau. Oh je, jetzt ist es noch schlimmer. Ah, wie sieht es denn jetzt aus? Nun,
wie ein neuer, unlösbarer Knoten. Okay. Psst, Father. Hallo? Das sollten wir doch irgendwie hinkriegen, oder? Father, könntest du mir diesen Knoten beschreiben? Ich glaube nicht. Nein. Versuchen wir es noch einmal mit diesem Knoten, okay? In Ordnung. Zieh an den einzelnen Strängen. Ich versuch's. Jetzt ist es noch mehr verknotet. Noch mehr geht gar nicht. Wie sieht es denn jetzt aus? Nun, wie ein neuer, unlösbarer Knoten. Interessant. Okay, vielleicht ist das doch was Längeres, was wir hier noch machen müssen. Dann würde ich sagen, wir machen das beim nächsten Mal. Für heute verabschiede ich mich also von euch und diesen zwei weinerlichen Typen hier. Wir sehen uns dann übermorgen um 15 Uhr zur nächsten Folge von Broken Age. Ach übrigens, bitte berühre nicht diese Schleife. Nur so. Ja, wir sehen dann, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Freue mich, dass ihr dann übermorgen auch wieder dabei seid, hoffe ich. Und jetzt sage ich wie immer, tschüss und auf Wiedersehen.